Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von Die Sachsengriller. Ja, im letzten Video habt ihr ja gesehen, haben wir ein Bierbrot gemacht. Und ein Bierbrot allein ist natürlich, da gehört noch was dazu. Und zwar gibt es heute einen Altenburger Brauereitopf. Zu dem Altenburger Brauereitopf nehmen wir heute das Altenburger Hell. Warum, weshalb, das erzählt euch mal wieder der David. Meiner Meinung nach super hervorragend geeignet, um das, den Sud richtig abzulöschen. Eine leichte Malzaromatik, ihr werdet sehen, es wird spitze. Genau. Und was daraus geworden ist, was wir alles für Zutaten brauchten, das zeigt euch jetzt der André. Aber bevor wir abschalten, schalten wir erstmal ab. Ich würde sagen, wir gießen es ins Glas und stoßen an auf diesen wunderbaren Altenburger Brauereitopf. Wow. Und auf euch da draußen natürlich. Genau. Quatsch, Mann. Nee, Begrüßung doch jetzt noch nicht. So, hast du noch laufen? So. Für unseren Braumeistertopf brauchen wir natürlich auch ein paar Zutaten und die seht ihr hier. Und nicht erschrecken, es sind zwar viele, aber wenig Aufwand. Ich fange mal mit den wichtigsten an hier hinten und zwar ist das der Lauch. Das ist sehr wichtig. Ganz wichtig. Und dann beispielhaft habe ich hier vorne Schweinegulasch, dann ein paar Bratwursteln, Capanossi. Das hier sind ein paar ungarische Würste. Hier vorne haben wir ein paar Schafe, Salami. Dann noch ein paar kleine Capanossi. Knoblauch hier dahinter, falls ihr es seht. Paprika. Zwiebel. Die rollt weg. Hier dahinter haben wir noch Tomaten gestückelt. Dann natürlich ganz wichtig, Altenburger Hell. Deswegen ist es ja auch ein kleiner Topf geworden, ein Brauereitopf. Und hier vorne unser neues Gewürz, ein Dutch Oven Gewürz. Damit werden wir die ganze Sache abwürzen. Ich würde sagen, wir schneiden jetzt die ganze Sache klein und dann geht es schon an unseren Dutch Oven weiter. So, am Dutch Oven sind wir angekommen. Wie ihr das seht, wir machen das heute mal in der Weber Kugelgrill. Dann haben wir unseren Dutch Oven reingestellt, das ist diesmal in FD12. Und anfangen werden wir mit unserem Schweinegulasch. Das werden wir jetzt erstmal ordentlich ringsherum schön anbraten. So, wenn dann unser Schweinegulasch ordentlich schön angebraten ist, werden wir ihn aus dem Dutch Oven rausnehmen. So, das Fleisch ist draußen. Als nächstes kommen die Zwiebeln mit hinzu. Und natürlich geht es gleich weiter mit dem guten Zeug. Der Knoblauch. Und nicht nur Knoblauch, sondern auch Lauch und Paprika kommen mit dazu. Dieser ganzen Sache werden wir auch noch ein paar Röstaromen verleihen. Deswegen ganz kurz mal durchrühren und anbraten. So, das Grünzeug haben wir jetzt ganz kurz angeschwitzt und jetzt kommt natürlich ein bisschen Geschmack mit rein. Und zwar sind das unsere ganzen kleingeschnittenen Würste. Die wollen natürlich auch ein paar Röstaromen erhalten, deswegen kurz umrühren und kurz anrösten. Unser ganzes Gemüse und die ganze Wurst ist jetzt ordentlich angebraten. Und heute haben wir den David dabei und der hat ein ordentliches Hell mitgebracht. Beziehungsweise das ganz hervorragende Altenburger. Jawohl, genau. Und damit werden wir jetzt ablöschen. Das machen wir jetzt. Ah, der Sound. Mega. Ein Traum. Schaut euch das an, Leute. Ich könnte gleich zuschlagen jetzt hier anbau. Ich hoffe nicht mich. Nein. Zuschlagen zum Essen. Ach, hervorragend. Ich werde die ganze Sache jetzt mal verrühren. Und dann kommt natürlich noch die Katja mit hinzu. Die wird jetzt noch unseren ganzen gestückelten Tomaten mit hinzugeben. Wunderbar, danke dir. Und die ganze Sache werden wir jetzt verrühren. Und dann werden wir sie ungefähr mal so ein halbes, dreiviertel Stündchen aufkochen lassen. Schaut immer mal nach, ob ihr Flüssigkeit verloren habt. Ansonsten mit Bier bzw. mit Wasser auffüllen. Wir werden dann mit Bier. So,
wie gesagt, unsere Wurst war angebraten, dann haben wir die Tomaten dazu getan. Jetzt kommt unser Gulasch natürlich noch mit hinzu. So, das Ganze werden wir jetzt noch ordentlich verrühren. So wie es aussieht, kommt noch ein kleines bisschen Flüssigkeit entweder in Wasser oder in Bierform dazu. Und natürlich kommt dann noch unser gutes Dutch Oven Gewürz zum Abschmecken noch mit hinzu. So, wir öffnen mal unseren Dutch Oven und wie ihr seht, jetzt seht ihr was, glaube ich, die ganze Sache ist fertig. Unser Schweinegulasch haben wir mal gekostet, ob er durch ist. Die ganze Suppe haben wir abgeschmeckt mit unserem Dutch Oven Gewürz und jetzt geht es ab zum Verkosten. Und hier nochmal am Rand, unser Dutch Oven Gewürz, das passt ideal wie Arsch auf Eimer zu solchen Gerichten. Ihr habt gesehen, draußen ist es dunkel oder wie wir in Sachsen sagen, finster. Und wir haben uns mit Löffel bewaffnet zum Verkosten. Wir sagen hier, das ist Schweinehäs. Es hat Temperatur. Es hat ordentlich Temperatur. Ich muss sagen, das Schweinefleisch durch, zart, sehr gut abgeschmeckt, abgewürzt mit den Zutaten, die wir schon drin haben. Und das i-Tüpfelchen natürlich unser Dutch Oven Gewürz. Ja, ganz hervorragend. Was sagst du? Groß, harmonisch. Hervorragend. Ich würde sagen, dazu lass uns auch nochmal anstoßen, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Auf geht's. Ha. Dann würde ich sagen, schön, dass ihr da wart. War ein geiler Tag. Danke für die Einladung nochmal. Sehr gerne. Und das wird nicht das erste oder zweite und letzte Mal gewesen sein. Genau. Gutes Essen, gutes Bier. Prost. Perfekte Kombi. Nochmal auf euch. Ciao. Prost.